Erste Meldungen kamen von der Flugsicherung des Flughafens Seattle-Tacoma. Nun erhalten wir Radartreffer von Portland International. Sie sind also auf dem Weg nach Süden. Vermutlich wegen des Wetters. Wahrscheinlich. Sie wandern ab. Aber wir sind besorgt. Was ist, wenn eines dieser Tiere beschließt, mit einem Verkehrsflugzeug Angsthase zu spielen? Die moderne und die prähistorische Welt befinden sich auf Kollisionskurs. Wenn Owen und Lambert das hinkriegen, wovon sie gesprochen haben, werden wir Anlagen für die Flugsaurier brauchen. Beginnen wir mit einigen Aviariumkuppeln und einer Brutstätte. Oh, wir brauchen auch ein Expeditionszentrum. Und wie du gehört hast, haben wir nicht viel Zeit. Wir sind hier fertig.
Wir können jetzt Expeditionen zum Fernfang aussenden. Diese Tiere können in der Luft weite Strecken zurücklegen. Beeilen wir uns. Na dann mal los, auf in gefährliche Höhen. Wir haben Flugsaurier, bereit zum Liefern. Das Transportteam soll sie zur Aviarium-Brutstätte bringen. Dann entlassen wir sie in die Kuppeln. Und entlassen heißt kontrollieren. Ja, in eine kontrollierte Umgebung und unter unserer Aufsicht und Pflege. Exzellent! Die Lieferung von Aktivposten an den anderen Standort ist im Zeitplan. Produkttransport wird durchgeführt. Sieht aus, als bekämen wir die Dinge unter Kontrolle. Ich könnte sagen, berühmte letzte Worte. Aber das hätte in den vergangenen Jahren schon oft gepasst. Also bleibe ich lieber bei vorhersehbare letzte Worte. Dr. Malcolm, warum kontaktieren Sie uns? Aus dem immer gleichen Grund.
die Saurier. Und mein zwanghaftes Bedürfnis, den Autounfall mitzuerleben. Es ist gut, wieder von Ihnen zu hören, Dr. Malcolm. Dr. Dua, wenn ich das richtig verstanden habe, stehen Sie für den Intelligenzteil in CIA. Wir tun, was wir können. Ja, ja. Wir tun, was wir können. Und manchmal mehr, als wir sollten. Interessante Zeiten. Und ich meine Zeiten, in denen die Saurier leben. Also unsere. Sollten sie hier sein? Nein. Sind sie es? Ja. Also sollten sie. Und die verborgene Hand des Chaos wird offenbart. Was sonst noch verborgen bleibt, ist, was mir Sorgen macht, Doktor. Oh ja, natürlich, ja, ja. Und darum habe ich jemanden mitgebracht, der in dieser Hinsicht etwas Licht ins Dunkel bringen kann. Mr. Isaac Clement, ein Spezialist für das Spektakuläre. Sie sollten bald von ihm hören. Diese Saurier benötigen Futterstationen, um gesund zu bleiben. Bleib am Ball. Hey, ich bin Isaac Clement. Dr. Malcolm dürfte mich angekündigt haben. Wir haben einige spezielle Anforderungen, einschließlich Ranger-Posten und Team, um die Tiere in den Aviarien zu beobachten. Eine Beobachtungsgalerie ist auch auf unserer Liste. Und damit auf deiner. Hey Claire, ich habe nachgedacht. Wenn du denkst, macht mich das nervös. Nein, nein, ernsthaft. Warum die Flugsaurier? Okay. Worauf willst du hinaus? Dr. Malcolm kontaktiert Dr. Dua von wo auch immer, wenn die Flugsaurier zum Problem werden. Warum? Weil sie eine besondere Gefahr sind und er besorgt ist? Ja, vielleicht. Vielleicht deshalb. Lass uns nichts überstürzen. Jetzt sollten wir erst einmal sicherstellen, dass die Zufriedenheitsstufe der Flugsaurier hoch ist. Das sind nachweisbare Daten. Vergiss die Verschwörungstheorie. Hallo, wir jagen prähistorische Tiere, Claire. Die Realität ist nicht mehr, was sie mal war. Sie hatten recht, Dr. Malcolm. Das ist meistens so. Die Anlage funktioniert wie erwartet. Wir verfügen nun über genügend Aktivposten, um schon bald weiterzumachen. Im Moment löschen wir nur Buschbrände, aber das ist ein Inferno, das die ganze Welt verschlingen könnte. Zur Kenntnis genommen. Wir sollten uns auf diesen Standort konzentrieren. Es geht um hohes Wohlbefinden und Sichtbarkeit für die Tiere. Und natürlich um die Sicherheit des Personals. Die Koexistenz mit den Sauriern ist ein Lernprozess. Wir sind auf einem guten Weg. Und wenn es nicht klappt, was dann? Dann haben wir aus der Arroganz eine Apokalypse geschaffen. Die Menschheit gegen die Saurier. Und ehrlich gesagt bin ich nicht sicher, wer den Sieg verdient hat. Wenn wir ganz hoch hinaus wollen, sollten wir uns ein Beispiel an Flugreptilien nehmen und mehr Flugreptilien in den Aviarien haben. Alles Gute kommt von oben, oder? Produkttransport. Produkt wurde eingesammelt. Produkttransport beendet.
begonnen. Produkt transportiert.
wichtige weitere Aufgabe fest. Produkt zugestellt. Bestätige Aufgabe. Anfrage bestätigt. Produkt in der Luft. Produkttransport. Transportiere Produkt. Produkt wurde zugestellt. Produkt transportiert. Produktzustellung bestätigt. Thank you.
unterwegs, um Produkt einzusammeln. Selbst künstliche, geplante und verwaltete Schönheit hat ihre Reize. Doch die Asymmetrie der Natur spricht die Sinne an. Ihre rauen Kanten, ihre Fehler. Ein Baum, der fehl am Platz ist und doch genau dort, wo er sein soll. Genau wie die Saurier. Entschuldigung, Dr. Malcolm. Es gibt Berichte über eine große Herde von freilaufenden Tieren im Yosemite Park. Wie gesagt, Chaos. Ist es nicht wunderbar?